Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Heute gibt es wieder ein Too Good To Go Haul. Falls ihr das noch nicht kennt, ich glaube vor 2 Wochen war das ungefähr, da habe ich euch diese App vorgestellt, wo man Lebensmittel retten kann sozusagen. Das heißt, Supermärkte sind dabei, Bäcker, Cafés, Restaurants etc. Diese Lebensmittel, die sie normalerweise weggeschmissen hätten, die kannst du halt retten für wenig Geld, genau. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Das erste Mal, wo ich es euch vorgestellt habe, war auch mein erstes Mal. Das war beim Supermarkt Obst und Gemüse. Das haben wir dann nochmal gemacht, auch Obst und Gemüse. Und die Ausbeute war sogar noch besser. Die war richtig genial, war perfekt. Also richtig viel war es und die Ware war halt auch richtig gut noch. Und beim dritten Mal haben wir beim Basic, war das, das ist ein Biomarkt, Bäckerei war das für 3,90, genau. Beim Supermarkt vorher war es 3 Euro. Und da waren wir ein bisschen enttäuscht, weil es war so wenig, dachten wir erstmal. Aber dann war es doch, es war halt sehr lecker. Es war sehr lecker und am Ende haben wir doch alles aufgegessen. Deswegen war es doch okay. Es war wie so ein Mittagssnack oder so ein Lunch, würde ich mal sagen. Und jetzt habe ich nochmal bei Basic eingekauft und zwar wieder Obst und Gemüse. Genau. Ist halt immer eine Glückssache, ne? Ist eine Überraschungstüte. Man weiß nie, was drin ist. Man weiß halt nie, ja, ob es sich halt lohnt. Ich wollte es euch jetzt nochmal zeigen. Eine andere Variante eben zu dem ersten Mal. Also bleibt jetzt dran. Als allererstes haben wir wieder Paprika. Die sind immer wieder dabei anscheinend. Einmal eine grüne. Die ist sogar noch perfekt. Also die ist richtig schön knackig. Die könnte man auch roh essen. Wobei ich bin nicht so der Roh-Paprika-Esser. Ich esse die am liebsten echt nur gegrillt und die Haut abgezogen. Eigentlich nur so. Und am liebsten, und das habe ich auch eben gemacht, auf Pizza. Genau, oder so Antipasti, ne? Wenn es so ein bisschen mariniert ist, super lecker. Ansonsten gar nicht. Die Schale ist übrigens auch nicht so gut verdaulich, deswegen mache ich die sowieso immer ganz gerne weg, aber mir schmeckt das auch nicht so gut. Ja, ansonsten ist die perfekt, die hat nur so eine Delle und das war's. Sonst ist die echt perfekt. Hier haben wir noch eine gelbe. Paprika, sie hat sehr viel Vitamin C, also das ist eine tolle Vitamin C-Quelle generell. Sogar besser, glaube ich, als eine Orange, meine ich, oder so. Besser als Zitrone oder so. Dann habe ich hier einen Romanesco, der super schön ist. Das ist so ein Kohl, so wie Blumenkohl in der Art. So zwischen Blumenkohl und Brokkoli oder sowas. Und ich muss sagen, ich habe das noch nie in meinem Leben gekauft. Ich habe noch nie damit gekocht. Ich habe das schon gegessen, aber dann immer nur draußen irgendwo zubereitet. Ich habe es noch nie selbst zubereitet oder noch nie gekauft eben. Das ist mein erstes Mal. Und der sieht wunderschön aus, der sieht auch noch sehr gut aus. Der hat nur ein paar welke Blätter, aber ich meine, die würde ich wahrscheinlich eh wegmachen und dann nur halt den Kopf benutzen. Dann einen kleinen Brokkoli. Der ist wirklich klein, aber der ist noch schön knackig. Selbst der Stiel ist noch knackig. Ich mag ja den Stiel sehr gerne. Wer mag den auch so? Also ich finde den sogar teilweise, also als Kind mochte ich den lieber als die Röschen. Mittlerweile, ja, esse ich beides ganz gerne, aber ich mag den Stiel ganz gerne. Also nicht wegwerfen, der eignet sich toll so zum Essen. Man kann ja auch Brokkoli roh essen, als Salat, ne? Ich mag ihn lieber gegart und am allerliebsten aus dem Ofen. So Ofengemüse, sehr lecker. Dann habe ich Mangold und hier muss ich sagen, okay, das ist schon ein bisschen welk. Das muss ich wahrscheinlich auch als erstes zubereiten oder verarbeiten, weil das ist schon wirklich, die letzten Stunden sind gezählt für diesen Mangold. Ein Blatt ist schon extrem welk auch, aber es geht noch. Hier, das hier ist sehr knusprig, knackig, hört man auch noch. Geht, es geht, sage ich mal. Genau. Dann habe ich eine Zucchini. Die sieht eigentlich auch noch gut aus. Von der Seite, von der anderen Seite hat sie so eine kleine Schramme, aber das ist eigentlich auch egal. Ansonsten ist die super knackig noch und fest. Und ich mag ja so kleine Zucchinis ganz gerne, wenn sie wenig nämlich von dem Inneren haben und also ein bisschen fester sind dadurch, weil sie weniger von dem Inneren haben als so Riesenteile. Dann als nächstes eine Salatgurke, die ist perfekt. Genau wie ich sie mag. Und sie ist nicht gerade. Ist es nicht schön, mal eine andere Form zu sehen, als immer diese langweiligen, geraden Schlangengurken. Oh mein Gott, ey, das muss aufhören. Ich verstehe ja, dass sich so gleichmäßige Sachen besser lagern lassen wahrscheinlich, ne? Das ist der Grund. Aber da müssen wir weg von. Wir müssen die Charaktere der einzelnen Gemüse- und Obstsorten auch akzeptieren. Sie sind genauso unterschiedlich wie wir. Das müssen wir akzeptieren, oder? Ist das nicht schön, mal so was anderes zu sehen? Ja, auf jeden Fall ist die noch super knackig. Ich weiß nicht, warum sie weggetan wurde. Wenn das nur daran liegt, weil sie schief ist, dann finde ich das krass. Da muss ich zugeben, ich weiß nicht, was das ist. Ich schätze aber, dass das Löwenzahn ist. Ich weiß es aber nicht. Ich habe probiert, es ist sehr, sehr bitter.
Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Löwenzahn ist. Nicht mein Favorite. Sowieso bitter ist nicht unbedingt mein Geschmack. Ich mag herb, ja, aber nicht unbedingt bitter. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das verarbeite. Da muss ich googeln, was man damit machen kann. Ich kenne nur Löwenzahnsalat. Allerdings sind die dafür schon ein bisschen welk, ne? Wahrscheinlich müsste man den doch ein bisschen erwärmen oder sowas. Ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Muss ich mal sehen. Auch schon das Letzte. Das ist nicht mal so viel, würde ich sagen. Dann habe ich... Also das kam ohne Körbchen. Das war nur so, dass... Hier. 5 Zwetschgen. Das war's. 5 Zwetschgen. Eine so eine doppelte. Seht ihr, die sieht aus wie ein Bobbes. Sonst, ja, das war's. Ganz schön wenig, sehr wenig Obst. Also nur das ist das Obst. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, was sehr positiv in diesem Supermarkt ist, dass das alles komplett verpackungsfrei ist. Komplett verpackungsfrei. So haben wir es bekommen. Also er hat uns das in einer Kiste gegeben und wir haben es umgepackt in unsere Jutebeutel. Das braucht die Kiste halt nicht noch. Genau, ansonsten war es verpackungsfrei. Das ist schon mal positiv zu sagen. Die Sachen sind, ja, manches schon ein bisschen welk, aber manches doch sehr frisch noch. Wahrscheinlich ist das, also das Geld habe ich schon mal rausbekommen auf jeden Fall. Die Sachen sind auf jeden Fall teurer, vor allem in der Bio-Qualität sowieso. Ja, jetzt ist nur so, was mache ich daraus? Ich habe einige Produkte hier, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, aber das ist auch wieder eine Challenge, ne? Ist das nicht cool? Das finde ich ja gerade das Spannende, etwas daraus zu machen, vielleicht mit Dingen, die, mit denen man noch nie was gemacht hat oder einfach Neues kennenzulernen dadurch. Also für, ich sehe diese ganze Sache nämlich auch noch so. Natürlich neben dem Positiven, dass wir Lebensmittel gerettet haben und ja, ne, ist es nochmal cool, so eine Challenge zu haben. Und wenn ihr Interesse habt daran, was ich daraus gezaubert habe, so ein paar Gerichte zumindest, nicht alles vielleicht, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran für ein bisschen Inspiration. Einfach nur so ein bisschen reingucken in die Küche, so eine Art, das ist jetzt kein richtiges Rezept oder sowas, was ihr verfolgen müsst, aber einfach nur ein bisschen Inspiration zu saugen, dann bleibt jetzt dran. Thank you.
Und das war mein zweites Video mit der To-Go-To-Go-App. Wenn euch das gefällt, gerne Feedback da lassen und oder einen Daumen hoch. Würde mich natürlich super darüber freuen, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich das noch weiterhin mache, was ich so, sonst noch so bekomme. Außerdem wollte ich ja unbedingt auch noch einen Mukbang machen, wenn ich mal es schaffe, etwas abzuschrauben. Das ist ja immer die Sache, weil meistens ist halt alles schon ausverkauft oder die haben gar keine Reste. Das ist manchmal auch der Fall. Das ist halt auch eine Glückssache. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Also wenn ich irgendwann die Chance dazu habe, mache ich auf jeden Fall noch einen Mukbang mit euch. Und ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich oder Inspiration. Und vielleicht probiert das auch mal aus. Ich habe nämlich sehr viel Feedback bekommen auf Instagram zum Beispiel. Haben mir ganz viele Fotos geschickt von ihren Hauls, sozusagen ihre Ausbeute, was sie bekommen haben in den Supermärkten. Richtig geile Sachen. Also es ist natürlich, wie gesagt, Glückssache, aber es ist richtig toll. Und es ist gleichzeitig richtig mies zu sehen, was normalerweise auf dem Müll gelandet wäre. Gell? Das ist schon krass. Deswegen, gute Sache, macht weiter so und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.